Die Krivat GmbH kommt aus Kiel. Wir sind hier entstanden, haben ca. 75 Mitarbeiter an den Standorten Kiel, Hamburg und Preetz. Wir konzentrieren uns auf die Versorgung von Patienten im Bereich Bandagen, Einlagen, Orthesen, orthopädische Maßschuhe. Wir beschäftigen uns viel mit den sportlichen Themen. Das ist auch der Fokus, wie mein Vater 1987 gestartet ist, mit der Laufanalyse, wo einer der ersten in Deutschland war, die sich damit beschäftigt haben. Unser Hauptfokus liegt dabei natürlich auch schon seit Anfang an auf die europäischen Einlagen. In unserer Firma produzieren wir ca. 20.000 Einlagenpaare im Jahr. Unser Ziel ist es, mit der 3D-Technologie ca. 50% davon zu drucken. Die Schwierigkeiten der momentanen Zeit in unserer Branche sind ganz klar im Personalmangel. Das heißt, es ist schwierig, Personen zu finden, die unser Handwerk noch ausüben wollen und die zu interessieren, dieses Handwerk dann am Ende als Job zu machen. Deswegen ist unser ganz klares Interesse, dass wir den Job interessant gestalten, und da sind, sage ich mal, neue Technologien ganz, ganz wichtig. Der traditionelle Workflow einer Einlage ist oft so gewesen, dass viel Chemie involviert wurde. Heißt also, um eine individuelle Einlage zu schaffen, wurde ein sogenannter Trittschaum gemacht, der mit Chemie ausgekippt wurde. Es mussten viele Sachen an der Schleifmaschine geschliffen werden. Da hatte man immer sehr, sehr viel Kontakt mit Chemikalien und mit vielen Stäuben. Deswegen habe ich mir als Ziel gesetzt, dass ich einen anderen Weg einschlagen will, sodass wir als Arbeitgeber auch interessant sind für die Mitarbeiter. Am Anfang war es alles ein Projekt, wo ich nicht richtig wusste, was die nächsten Schritte wirklich sind. Deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht und nach wirklich guten Partnern gesucht und bin da auf Formlabs gestoßen. Absoluter Glücksgriff für mich, weil ich die Idee, die ich im Kopf hatte, wirklich dann halt umsetzen konnte. Zum Beispiel waren da auch einfach Sachen wie, dass ich Produkte zu denen schicken konnte, wo sie Sachen für mich ausgedruckt haben, um erstmal zu sehen, funktioniert das eigentlich in dieser 3D-Technologie. All das waren Punkte, wo ich keine Erfahrung hatte und wo mir Formlabs extrem geholfen hat. Der digitale Workflow sieht so aus, dass wir 3D scannen, diese 3D-Scan-Daten zum Modellieren geben, die Daten zum individuellen Produkt schaffen, um dann am 3D-Drucker auszudrucken. Danach ist es so, dass das individuelle Produkt dann in die Werkstatt gegeben wird und in den traditionellen Workflow weitergeführt wird. Mit dem neuen Workflow ist es möglich, einfach einen 3D-Scan zu machen, das am Tag des Scans zu modellieren und dann in der Nacht in den Drucker zu legen. Und am nächsten Tag ist die Einlage schon fertig. Heißt, jetzt haben wir die Möglichkeit, innerhalb von 24 Stunden eine Nachbildung und eine perfekte, passende Einlage für den Patienten zu schaffen. Das ist etwas, was für uns natürlich einen extremen Vorteil bietet, weil wir schnell versorgen können. Aber am Ende ist das Wichtigste der Patient, der ein Problem hat und den wir innerhalb von kürzester Zeit perfekt versorgen können. Mit der Fuse One drucken wir hauptsächlich Einlagen. Mit der Technologie haben wir viele, viele Vorteile in diesem Bereich, da wir einen individuellen Einlagenkern oder auch eine gesamte Einlage sehr, sehr schnell und gut damit drucken können. Wenn man das traditionelle Handwerk mit dem neuen digitalen Workflow vergleicht, ist natürlich das Finanzielle auch eine wichtige Frage. Mit dem digitalen Workflow ist es so, dass diese Erstellung zum Beispiel einer Nachbildung eines Fußes fällt komplett weg. Und somit sind gerade diese Produktionskosten deutlich gesunken bei dem 3D-Druck. Und das bietet uns viele Möglichkeiten, einmal natürlich die Mitarbeiter zu entlasten, dann aber halt auch weniger Produkte für das Endprodukt zu schaffen. Und somit kann man wirklich sagen, dass der digitale Workflow deutlich preiswerter ist. Für uns war natürlich auch wichtig, die Drucker hier vor Ort zu haben, um innovative Produkte sehr, sehr schnell zu fertigen. Bei Formlabs ist der große Vorteil natürlich auch das Finanzielle. Heißt also, ich kann diese Summe der Investitionen stemmen, was bei anderen Herstellern einfach nicht erreichbar ist für uns und für andere Betriebe in unserer Branche auch. Die Digitalisierung bringt uns auch viele Vorteile in der Logistik. Wir haben in unseren Läden in Hamburg 3D-Scanner stehen, wo es nun im neuen digitalen Workflow viel, viel einfacher ist, die Daten hin und her zu schicken. Das war früher gar nicht so. Da mussten wir Warentransporte machen, die deutlich aufwendiger waren und wir mehrere Wege fahren mussten. Im kommenden vollen Jahr ist unser Ziel, dass wir ca. 10.000 Einlagenkerne und Gesamteinlagen drucken wollen. Bei uns im Betrieb stehen zwei Fuse One. Und mit dieser Anzahl von Druckern wollen wir diese Zahl der Einlagen drucken in den nächsten Jahren. Trotzdem ist es auch möglich, weiterhin nach mehr zu skalieren. Und das bietet uns viele Möglichkeiten für die Zukunft. Im ersten Schritt der Digitalisierung des digitalen Workflow war unser Ziel, das traditionelle Handwerk zu digitalisieren. In den nächsten Schritten wird es so sein, dass wir ganz neue Produkte schaffen werden, die nur auf der Basis der 3D-Technologie basieren. Darauf freue ich mich extrem, dass wir neue Innovationen auf den Markt bringen werden, die vielleicht vor 15 Jahren gar nicht so möglich waren, aber jetzt durch die 3D-Technologie viele, viele neue Möglichkeiten bietet.